So, hallo zusammen. Heute habe ich eine Kollegin bei mir, die Sabrina Pfützner. Die ist schon seit 12 Jahren Heilpraktikerin und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Phänomen von HPU und KPU. Und da das sogar unter Kollegen häufig noch ein Geheimnis ist, habe ich sie mir heute mal eingeladen, um ein paar Fragen dazu klären. Hallo Sabrina. Hallo Jacqueline. Ja, sag doch mal, wie würdest du HPU und KPU möglichst in 3 Sätzen erklären? Also, HPU und KPU sind beides also eigentlich gibt es keinen wirklichen therapeutischen Unterschied. Es sind beides Erkrankungen, die mit dem Stoffwechsel und mit einer Entgiftungsstörung zu tun haben. Und auch aus meiner Sicht nicht nur das, sondern eigentlich eine systemübergreifende Multiorganerkrankung bezeichnen. Also es ist, jedes Körpersystem kann betroffen sein. Die Folgeerkrankungen können ziemlich schwerwiegend sein. Also es kann alles Mögliche dann als Folgen haben. Wobei HPU, da werden halt wird Hämopyrrolactam wird getestet, und bei der KPU werden Kryptopyrrole im Urin getestet, sodass eigentlich nur die Testverfahren unterschiedlich sind. Okay, und du sagst, was die gemeinsam haben, ist, dass die Entgiftung im Körper nicht besonders gut funktioniert. Und damit ist es ja logisch, dass es eigentlich im Grunde dann auf fast jedes Organsystem auch Symptome machen kann, ne? Weil Richtig. Entgiftung ist natürlich fürs Gesamtsystem wichtig. Und dann wird es vermutlich so sein, dass je nachdem, wo der Patient den Schwachpunkt hat, dann dort sich was findet, oder? Kann man das so Ja, sagen? also in Bezug auf die Entgiftung ist es auf jeden Fall richtig, aber bei beiden Erkrankungen oder bei beiden Testverfahren, für mich ist es eigentlich eine Erkrankung, da steckt dahinter, dass das Hem, was wir ja auch im Begriff Hämatokrit zum Beispiel finden und kennen, dass dieses Hem im Körper, im Stoffwechsel nicht richtig verbaut wird. Und dieses Hem finden wir an verschiedenen Stellen im Körper, einmal in der Leber. Es wird für die Energieproduktion benötigt, es wird für die Sauerstoffproduktion benötigt und vor allen Dingen auch in der Schilddrüse und der Muskulatur. Und demzufolge können alle Sachen, die mit diesen Dingen zusammenhängen, betroffen sein. Nicht jeder hat alle Folgeerkrankungen und nicht bei jedem geht alles immer gleich in die Brüche, aber es kann bei allen auch gleichzeitig an all diesen Stellen zu Problemen kommen. Also es ist insbesondere an Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto-Thyreoiditis, die sich daraus entwickelt, Muskelbeschwerden, Schmerzen, Schwäche, Erschöpfung bis hin zum Burnout, Sauerstoffmangel, der dann natürlich weiter zu Schwäche führt und über die Leber auch noch diese Schwäche dann in Erscheinung tritt. Sodass also viele meiner Patienten wirklich ziemlich erschöpft und schwach sind, bis, wie gesagt, hin zum Burnout, bis hin zur völligen Kraftlosigkeit. Und wahrscheinlich haben die einen sehr langen Weg hinter sich, bis die bei dir ankommen, ne? Ganz sicher, ja. Also es wird viel, das Problem ist häufig, dass diese Zusammenhänge halt nicht erkannt werden, dass man einfach mit dem einen Problem rennt man zu dem, mit dem anderen Problem rennt man zu dem. Natürlich wird festgestellt, dass die Schilddrüse nicht in Ordnung ist. Und natürlich wird dann auch festgestellt, dass die Leber nicht ordentlich funktioniert. Aber dass beides zusammengenommen im Prinzip nur eine Folge von dem ist, was bei der HPU oder KPU dann passiert, das wird häufig nicht erkannt und demzufolge wird nicht die Ursache behandelt, sondern es werden nur Teile der Folgesymptomatik behandelt. Also es fehlt quasi mal wieder so dieser Blick von oben drauf. Ja, Genau. wir haben hier 5 oder 6 oder irgendwann auch 10 Symptome und keiner Richtig. findet so diesen großen Zusammenhang Ganz darüber. genau. Ganz genau so ist Okay. es. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme, okay, vielleicht könnte es ja das sein, wie kann ich das testen? Also es gibt einen ganz einfachen Urintest, den kann man auch über meine Praxis bestellen, den kannst du sicherlich auch vermitteln. Dann den kann man zu Hause machen und dann einfach eintüten und ins Labor schicken. Und wenn man das Ergebnis kriegt
und die Pyrole werden erhöht gemessen im Urin, dann kann man davon ausgehen, dass man auch eine HPU oder eine KPU hat. Weil, wie gesagt, so richtig auseinandertrennen kann man es nicht. Es gibt, da scheiden sich auch die Geister, da gibt es verschiedene Aussagen zu. Und am Ende, finde ich, ist es auch nicht wirklich wichtig, ob man jetzt eine HPU oder eine KPU hat. Oft wird gesagt, die HPU ist eher angeboren, die KPU wird eher erworben. Aber auch, ob das richtig ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Letztlich kommt es ja darauf an, einfach mal einen Ansatz zu haben, ne? Genau. Einfach einen anderen Ansatz zu haben. Okay, dann danke ich dir erst einmal für dieses Video bis hierher. Und wir machen eine kleine Serie daraus, ja, weil das Thema einfach so groß ist. Und ups. Okay. Das klingelt hier irgendwas jetzt. Ja, es ist ein Live-Video, das ist halt einfach so. Genau. Und wir machen eine kleine Serie draus. Also schaut euch auch die anderen an. Es wird jetzt noch ein paar Videos zu KPU und HPU geben. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald.